Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, in den letzten Wochen haben wir häufiger im Evangelium gehört, wie Jesus sich der Menschen erbarmt hat, die ihn anriefen, er möge ihnen doch helfen, besonders wenn es sich um Kranke handelte. Wir haben gesehen, wie er Lahme wieder gesund gemacht hat, wie er Blinden das Augenlicht wiedergegeben hat, sodass sie sich wieder bewegen konnten, frei in dieser Welt. Und heute kommt aber noch ein besonderes Ereignis hinzu. Es geht hier darum, sozusagen, um zu beweisen, dass Christus auch etwas beiträgt, und zwar Wesentliches beiträgt, zu unserem Leben, zu unserer Existenz. Denn es ist eine Situation eingetreten bei seinen Zuhörern. Es wurde am späten Tag, sodass man allmählich auch daran denken musste, mal wieder etwas für sein leibliches Wohl zu tun. Aber siehe da, es war eine gewisse Mangelsituation eingetreten. Alles das, was vorhanden war, reichte bei weitem nicht aus, um diese Menschen dann an diesem Nachmittag noch zu sättigen. Und sie wollten also schon von Christus weggehen. Und auch seine Jünger, die sagten, ja, wir können dir jetzt weiter nicht helfen. Wir haben ja nur 5 Brote und 2 Fische. Was soll das? Und da spricht Christus das entscheidende Wort. Ja, warum sollen sie weggehen? Gebt ihr ihnen doch. Das klingt natürlich etwas unrealistisch. Natürlich, wir müssen es auch etwas auch wirklich gleichnishaft verstehen. Er hat ja jetzt nicht einfach verteilt und in möglichst kleine Portionen dieses Vorhandene aufgeteilt an die Anwesenden, sondern er hat das Brot gebrochen, hat zum Himmel aufgeschaut, er hat Gott gedankt und hat dann zu seinen Jüngern gesagt, so, nun, teilt es aus. Und das, wir können das verstehen, ja, im Hinblick schon auf das, was später noch geschehen wird, was Christus ja wirklich unmittelbar vor seinem Tod ja nun eingesetzt hat, nämlich die Eucharistie. Und hierzu sagt beispielsweise der heilige Apostel Paulus im Korintherbrief, nicht wahr? Das Brot, das wir brechen, ist die Gemeinschaft des Leibes Christi. Es geht also nicht hier alleine um ein natürliches Brot, eine natürliche Lebensweise hier und Lebensmittel, sondern es geht, und das wird ja später angedeutet, in den Apostelbriefen, um den Leib Christi. Und es steht an einer anderen Stelle, dass es ein Brot ist. Und dieses Brot wird verteilt. Und deshalb, weil wir alle an diesem einen Brot teilhaben dürfen, deshalb werden wir auch selbst dann Teil des einen Leibes. Dadurch, dass wir an diesem einen Brot wirklich teilnehmen dürfen. Und Christus hat, auch das hat der heilige Apostel Paulus im Korintherbrief nochmal beschrieben, gesagt, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, tut dies zu meinem Gedächtnis. Und das heißt, hier geschieht etwas zur Verkündigung des Todes, aber auch der Auferstehung des Herrn
und somit auch zu unserer ein Hinweis auf unsere Auferstehung. Und es ist nun in den letzten Tagen geschehen, dass genau dieses, was uns heute geschildert worden ist, im Evangelium in blasphemischer Weise und in zynischer Weise lächerlich gemacht worden ist, nämlich bei der Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris, durch eine Gruppe von Menschen, die gemeint hat, sie könnte sich zurückziehen auf eine künstlerische Darstellung und die den veralbern. Aber in Wirklichkeit hat sie, und das ist das Entscheidende und Schreckliche an dieser ganzen Geschichte gewesen, genau diesen Tatbestand, dass wir alle zu einem Leib werden, wenn wir an dem einen Brot, das Christus uns reicht und teilt, dass wir damit zu ihm in seinem Leib mit teilhaben können. Und es ist schon erschreckend, dass genau diese Szene, die sich dort abgespielt hat in Paris bei der Eröffnung der Olympischen Spiele, haargenau passt zu dem, was der heilige Apostel Paulus in seinem Römerbrief am Ende des ersten Kapitels schreibt, und zwar in den Versen 18 bis 32. Und ich kann Ihnen alle nur mal empfehlen, genau diese Verse am Ende des ersten Kapitels des Römerbriefes des heiligen Apostel Paulus zu lesen und um zu festzustellen, wie genau und mit welcher und warum genau das, was dort bei der Eröffnung geschehen ist, wirklich blasphemisch, gotteslästerlich gewesen ist. Aber nun ist es nicht damit getan, dass wir auf andere Menschen zeigen und sagen, das hätte sie nicht machen dürfen. Für uns ist dieses Ereignis eine Aufforderung, endlich mal auch nach außen deutlich zu machen, was denn nun hier die Botschaft Christi ist, was denn nun die Eucharistie ist und was dann nun bei uns geschieht in der Liturgie, in der Eucharistiefeier, beim Brechen des Brotes und beim Segnen des Weines. Es handelt sich nicht einfach nur um Brot und Wein, sondern es handelt sich durch die Wandlungsworte, die Christus gesprochen hat, hier um den Leib und das Blut Christi. Und das in aller Welt deutlich zu machen, das ist und bleibt unsere Aufgabe und ist jetzt wirklich sehr aktuell geworden, dass wir das mal wieder nach außen hin betonen, allerdings auch durch unser Leben deutlich machen, dass wir dahinter stehen und auch selbst daran glauben, dass das, was uns heute im Evangelium gezeigt worden ist, so ist und zum Heile des Menschen dient. Amen.